Wie Christus zu lieben, bedeutet, jederzeit und überall Selbstlosigkeit zu zeigen, durch freundliche Worte und liebevolle Blicke. Sie kosten uns nichts, hinterlassen aber einen spürbaren Wohlgeruch. Ihre Folgen sind nicht abzuschätzen. Sie bringen nicht nur dem Empfänger Segen, sondern auch dem Geber, weil sie auf ihn zurückwirken. Echte Liebe ist eine sehr wertvolle Eigenschaft, die ihren Ursprung im Himmel hat. Je reichlicher sie verschenkt wird, desto intensiver duftet sie. Unsere Worte sollen immer freundlich und liebevoll sein. Doch dürfen wir einem Missetäter auch nicht den Eindruck geben, Gott würde über sein Verhalten hinwegsehen. Diese Art Mitgefühl ist irdisch und irreführend. Unangebrachte Sympathie und sentimentales Mitgefühl sind fehl am Platz. Wer falsch gehandelt hat, braucht Rat und Zurechtweisung und manchmal auch deutlichen Tadel. Kälte und Hartherzigkeit sind keine Tugend. Wer Christi Wesen wertschätzt, verhält sich niemals kalt, streng und unnahbar. Er ist nicht nur einigen Auserwählten gegenüber freundlich. Wer Jesus liebt, ist von einer reinen, duftenden Atmosphäre umgeben. Manche Menschen verstecken ihren Seelenhunger und für sie ist ein liebevolles Wort oder eine Aufmerksamkeit eine große Hilfe. Gott hat uns mit himmlischen Gaben überschüttet und genauso freizügig sollen wir sie jedem weitergeben, mit dem wir in Berührung kommen. So zeigen wir eine Liebe, die aus dem Himmel kommt und wächst, je mehr sie anderen Segen bringt. So verherrlichen wir Gott. Christi Liebe ist tief und innig. Sie fließt wie ein unaufhaltsamer Strom zu jedem, der sie annimmt. Seine Liebe ist gänzlich uneigennützig. Wohnt diese himmlische Liebe im Herzen, wird sie spürbar. Nicht nur in unserem engsten Umfeld, sondern für jeden, dem wir begegnen. Sie zeigt sich in kleinen Aufmerksamkeiten, Nachgiebigkeit, freundlichen Taten und einfühlsamen, wahrhaftigen, ermutigenden Worten. Sie bewegt uns, denen Mitgefühl zu schenken, die sich nach Mitgefühl sehnen.